Hallo und willkommen. Let's Play Landwirtschaftssimulator 15 auf der Volksholm Second Edition Version 1.4.5. Und ja, wir haben jetzt unsere erste Silage zu den Kühen gebracht. So, wir machen jetzt was, das macht man normalerweise nicht. Wir fahren jetzt über unsere gute Silage drüber, um hier zum Förderband zu fahren, damit wir mit dem Drehschemel nicht rückwärts fahren müssen. Also auch hier sieht man, es ist dann doch vielleicht das ein oder andere Mal von Vorteil, wenn man eben auch einen größeren Anhänger da hat, der kein Drehschemel ist. So, und ich möchte jetzt hier das Band wieder weiter Richtung Haufen. So, da sind wir hier und das hier so, dass wir so etwa mittig in dieser Fahrspur drin sind. Ja, so. Das ist ja der Vorteil, dass wir das bei dem Band alles schön einstellen können und so. Und jetzt bekommen wir hier ein bisschen Silage doch mal in unser Lager. Sehr, sehr schön. Dann werden wir uns, wenn wir das Fahrsilo leer haben, einen Kurs für Cosplay einrichten, so dass wir unser Häckselgut per Kurs in das Fahrsilo reinfahren lassen und können dann entweder mit einem zweiten Traktor und einem zweiten Kurs das Ganze auch noch festfahren lassen oder fahren selber auch ein bisschen drüber. Ja, komm, diesmal fahren wir so rum. Dann sehen wir, wie stark unser Häufchen abnimmt, wenn das hier reingeladen wird. Und das Häufchen ist eben auch schon kleiner, wenn wir dort drüber fahren. So, dann müssen wir also unseren Traktor nochmal ein bisschen umstellen. So, da ist er umgestellt und ja, wir stellen es klein noch ein gutes Stück nach vorne. So, dann können wir das wieder ein bisschen nach außen. Hier wieder rein, der ist voll. Und dann können wir da den Rest noch wegnehmen. Wie viel Rest haben wir noch? 17.000, also das passt dann in den Drehschemel alles noch rein. Wunderbar. Ja, unser mittlerster Traktor, der Deutz Agrostar, sehen wir im Inspektor. Der hat ein kleines Sternchen. Da ist der Helfer auf Feld 33 am Säen. Und ja, wenn das Säen dann soweit erledigt ist, ist eigentlich auch schon das Haupttagwerk hier vollbracht. Klar, die... Das Maishäckselgut soll hier noch ins Fahrsilo rein, aber ja, wenn wir jetzt das Fahrsilo dann mal leer haben, sollte das eigentlich auch recht schnell gehen. So, hier noch einmal entleeren. Jetzt. Gut. Ja, hoffentlich nimmt er alles mit, weil er jetzt vom Vorderen erst. Ja, doch, das sieht gut aus. Nee. Es ist noch nicht leer. Da ist er doch nicht an alles dran gekommen. Jetzt, so. Da haben wir alles leer. Dann können wir jetzt erstmal natürlich ausschalten. Können das schon mal so zurückstellen. Und ich habe bei Mahu im Forum mitbekommen, dass der ein oder andere auch so eine kleine so eine kleine Diskussion hatte, ob das Förderband waschbar ist, beziehungsweise eben ob es dreckig wird oder nicht.
Ich selber habe mir das noch gar nicht so genau angeschaut und denke mal, wir werden das hier einfach testen, indem wir das Ganze eben abhängen, ohne vorher den Motor auszumachen. Und da wissen wir ja, da hat Drive Control leider ja zwischendurch schon mal was beheben können, was Giants aber wieder mit einem Patch geändert hat, wodurch dieses Beheben wieder rückgängig ist. Nämlich, dass wir hier dass es eben nach dem Abhängen sauber bleibt oder nicht weiter dreckig wird. Bisher ist hier auf jeden Fall jetzt noch nicht wirklich ein Dreck erkennbar, aber es war ja jetzt auch nicht wirklich lange im Einsatz. So. Anhängen mit der Taste N runterfahren. Zusammenklappen und dann stellen wir das Ganze schön weg. Wie gesagt, abhängen werden wir es mit laufendem Motor, also wenn es dreckig wird oder wenn es dreckig werden kann, besteht dann also relativ gut die Chance, dass es auch wirklich dann dreckig wird. So, wo stelle ich das hin? Ich würde sagen, wir fahren hier einmal rum und stellen es hier hinten. Wow, wow. Da war ja schon der Zaun. So, kommen wir jetzt hier noch rum? Ja, doch, passt. Jetzt sind wir schon fast ein bisschen zu steil. So, dann können wir das Ganze hier reinstellen. Wunderbar. Na, irgendwie habe ich es heute generell mit dem Rückwärtsfahren nicht. Ja, vielleicht auch noch ein bisschen müde. Heute keinen Kaffee. Oh Wunder. So, den lassen wir hier mal stehen. Den können wir dann natürlich verwenden. Wie viel haben wir überhaupt? Wie viel Häckselgut? Na, das ist schon ein bisschen was. Da könnten wir eigentlich auch mit Zweien fahren. Das heißt, wir hängen hier dann eben den an. Und werden zweimal fahren. So, wie mache ich den Kurs? Ich mache den Kurs. Überlegen. Ja, ich mache so, dass ich da oben anfange. So, Cosplay öffnen wir schon mal. Auch bei Cosplay habe ich mir jetzt die neueste Entwickler-Variante runtergeladen. So, Häckselgut. Wo ist Häckselgut? Ist da schon. Na, jetzt. Ja. Das haben wir da schon. Da sind wir schon zu weit gefahren. Macht aber nichts. Fahren wir halt nochmal ein Stück zurück. Und fahren hier vor. So. Einmal drunter. Werden hier beladen. Hier sagen wir dann Kursaufzeichnung beginnen. Denn wir werden da den Abfahrkurs dafür nutzen und der Abfahrkurs sagt sich eben, okay, ich werde am Startpunkt beladen. Deswegen am Beladepunkt erst mit der Aufzeichnung beginnen, dann fahren wir hier lang. Fahren hier möglichst weit rechts rüber durchs Fahrsilo durch, um das Ganze dann eben auch schön zu testen. Entlade ich jetzt hier erstmal nicht, damit es nicht nachher heißt, das macht er jetzt nur, weil du da auf die Taste gedrückt hast. Nee,
Das erkennt er dann also automatisch, dass da das Fahrsilo ist. Und dann fahren wir hier eben wieder rum. Und fahren dann hier drunter. So, da können wir hier ein bisschen weiter runter fahren wir noch. So, hier machen wir unseren Endpunkt. Sagen hier, das Ganze ist Abfahrer. Und ja, können dem schon mal sagen, hier die Späßchen brauche nicht. Ja, hier jetzt auch neu, wir können uns hier einfach die mittleren Kurspunkte anzeigen lassen. Hier Start, hier Ende. Das ist also alles anders. So, und ich steige hier aus, damit es nicht heißt, ich drücke irgendeine Taste. Er wird hier also langsam, weil er erkennt, ah, hier ist ein Fahrsilo. So, und jetzt sollte er anfangen. Da. Fängt er an zu entladen. Wir schauen uns das hier mal an. Ja, sieht doch ganz schick aus, was er da macht. Wird er auch ganz leer? Ja, ist ganz leer geworden. Wunderbar. So, das heißt, wir können jetzt in diesen Traktor gehen. So, halt. Bleib mal stehen. Och, Mann, bleib doch mal stehen. Dich kriege ich aber. Wir werden uns den Kurs jetzt einfach rüberklauen, weil wir haben den nicht gespeichert und ja, auch das wissen viele, glaube ich, gar nicht, dass das geht, dass das funktioniert. So, er fährt davor, wird beladen. Wir fahren jetzt einfach mal hier vor, damit er uns nicht wegfahren kann und gehen hier Kurs kopieren und haben hier diesen 7 Meter entfernt. Kopiert. So, und da scheinbar müssen wir da gar nicht mehr unbedingt in der Nähe sein. Oder, ah nee, das war glaube ich der GPS-Mod, wo wir dann immer haargenau in der Nähe sein müssen. So, wir haben uns den jetzt kopiert und können jetzt hier dementsprechend den auch abfahren lassen. Sollte also auch hier alles funktionieren. Ja, beladen wird er auch. Wunderbar. So, dann schauen wir mal hier rein. Wie weit ist denn der? Ja, etwa in der Mitte. Das ist doch auch schon mal ganz schön. Gehen wir hier mal in die Außenansicht. Dann haben wir in der Folge auch mal wieder ein bisschen Saatgut drin. Ich würde ja jetzt sogar sagen, ach komm, dann tun wir das restliche Feld selber per Hand weiter säen. Wäre jetzt aber natürlich blöd, weil die Saatmaschine leer ist. Das heißt, wir müssten erst an den Hof fahren, auffüllen und deswegen lassen wir dann doch den Helfer drin sitzen. Was wir aber machen können, ist, dass wir schon mal wieder ein bisschen Geld investieren, und zwar Tiere. So, und hier geht's ans Kaufen der Schafe. So, auf 50 möchte ich. So, Buy Many Animals habe ich drin, wie man sieht. So, hier. So, 50, 51. Okay, dann ist es eins mehr jetzt geworden. Und Schafe können wir aber auch noch aufrüsten. So, auch da ein bisschen hochrattern lassen, nochmal Pause machen, damit es uns nicht zu schnell wird. So, auch hier mache ich nochmal Pause, zack, zack, zack. Na, auch hier zu langsam wieder losgelassen, 51 macht ja nichts. Ja, für Kühe reicht's nicht. Da sehen wir also, vom Geld her könnten wir, ja, 5 Kühe kaufen, dann ist es zu Ende. Deswegen lassen wir das. Ein bisschen Geld noch in der Tasche zu haben, ist ja auch nicht schlecht.
Jetzt fehlt uns natürlich eigentlich noch ein weiterer Traktor, dass wir eben sagen könnten, okay, wir versorgen die Tiere, unsere zusätzlichen jetzt schon mal. Weizen haben wir ja noch ein bisschen, das reicht also auf jeden Fall, um das bei den Hühnern mit reinzuschmeißen. Ja, Wasser müssten wir eben dann schauen, ob wir da in unserem Wasserfass noch was drin haben oder nicht. Und Gras haben wir ja auch ein bisschen was auf Lager. Ja, das wird nicht reichen, aber ja, zumindest hätten wir da noch ein bisschen was. Auch da dann eben demnächst mal wieder fällig, dass wir ein bisschen was an Rasen mähen, dass wir wieder was zusammenbekommen. Auch sicherlich irgendwann mal die Möglichkeit, dass wir sagen, wir gehen dann auf Heuballen über und werden das dann also dementsprechend alles zu Heu verarbeiten. Aber egal wie, was und wo wir machen es nicht mehr in dieser Folge, denn die ist ja mit 16 Minuten doch schon deutlich zu Ende. Also bis morgen. Ciao, ciao.